So, neues Video. Heute geht es darum, wo waren wir eigentlich beim letzten Mal? Da waren wir beim Finanziellen, ne? Und heute, also wo kriegt man Geld her? Wie lange bekommt man Geld? Und jetzt geht es darum, wie war das eigentlich, sich beim Arbeitsamt zu melden? Weil im Rückblick beim letzten Video habe ich ja gesagt, die CCC-Zeit, die habe ich ja dann beendet, habe ich mich ja, wie heißt das, kündigen lassen mit einer Abfindung. Das haben wir eigentlich relativ gut gemacht, denke ich. Aber was kommt dann? Weil arbeiten kann ich ja, wie es heute noch nicht. Und was ist dann? Wo bekommt man Geld her? Und darum geht es heute. So, also wie ging es dann los, sich beim Arbeitsamt zu melden? Natürlich, wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, brauchte ich dann wieder Leute, die mitkommen, die da wirklich frei haben oder Zeit haben. Du hast natürlich dir freigenommen an dem Tag. Das braucht man auch mal Leute, die wirklich dann mitgehen. Und dann waren wir eigentlich beim Arbeitsamt. Die haben uns irgendwann einen Termin, glaube ich, gegeben, ne? Wann wir dann da sein sollten. Und das hat, ich glaube, die Deutsche Krankenkasse hat schon die Vermittlerin gewählt. Das war schon beim Arbeitsamt, keine Ahnung, wie das irgendein Supervisor oder wie das. Die hat uns dann in einem kleinen Raum, beim Arbeitsamt ist es ja auch so, wie so ein Callcenter, die sitzen Reihe an Reihe und das ist relativ laut. Und die ist, müssen wir eigentlich mal googeln, was das für eine Position ist, weiß ich nicht. Aber in der hat man so einen geschlossenen Raum, die hat ein eigenes Büro gehabt und die wollte erstmal meine Geschichte hören und warum wir jetzt vom Arbeitsamt Geld bekommen wollen. Und die Deutsche Rentenversicherung hatte aber schon was als E-Mail geschickt, glaube ich. Die wusste schon, worum es ungefähr geht. Die musste sich trotzdem nochmal von dem Bild überzeugen oder wie heißt das erstmal so? Ja, genau. Ich glaube, es war die Abteilung für Integration am Arbeitsmarkt und wo es halt speziell um Fälle geht, die ja gesundheitliche Einschränkungen haben und deswegen im Beruf nicht mehr ausüben können. Und die hat dann so, die hat auch gleich gesagt, gut, wir finden eigentlich keinen Job für sie, was die Deutsche Rentenversicherung auch schon gesagt hatte. Warum konnte eigentlich die Deutsche Rentenversicherung vorher nicht bezahlen? Weil. Das geht irgendwie nicht. Man kann da nicht gleich im Anschluss die Rente beziehen. Das war der eine Grund. Und der Ja. zweite Grund war, dass du noch nicht 15 Jahre gearbeitet hattest. Also du hattest zu dem Zeitpunkt 14 Jahre Und das haben wir dann eingezahlt. eigentlich so ein bisschen gezogen, dass wir wirklich sagen, an dem Tag, wenn man dann 15 Jahre eingezahlt hat in die deutsche Rentenversicherung, dann kriegt man Geld. Das haben wir dann mit dem Arbeitsamt noch hinausgezögert eigentlich. Ja. Und die Frau vom Arbeitsamt hat dann gesagt, sie stellt jetzt ein Profil ein irgendwie in das, wenn da Jobs sich finden lassen. Und die hat die alle auf, wie heißt das auch? Inaktiv gesetzt. Das ist so ein bisschen deutsche Bürokratie auch, ne? Also die müssen so ein Profil erstellen. Das schreibt das System oder das schreibt das so vor. Und Ja. deswegen musste sie ein Profil erstellen, hat es dann irgendwie auf ruhend oder auf inaktiv gesetzt, dass du keine Anfragen bekommst. Ja. Und dann hat man, sind wir dann nach einer Stunde bestimmt mit der, die war auch ganz gut, die war auch Doktor, keine Ahnung wie die heißt, aber Doktor war sie auf jeden Fall. Da waren wir bestimmt 1,5 Stunden mit der auch so erzählt und sie hat auch von sich was erzählt und das war ein sehr gutes Gespräch, hätte ich nicht gedacht beim Arbeitsamt, sonst habe ich mich beim Arbeitsamt ja noch nie beworben oder mich arbeitslos gemeldet, muss ich sagen. Ich kenne das nur wie im Callcenter, aber das war eigentlich ganz gut. Da sind wir da raus und da hat die wahrscheinlich noch, die musste uns nochmal, das war immer das Lustige, muss man sagen, da haben wir wirklich Briefe bekommen vom Arbeitsamt, hier ist wieder ein Termin, müssen Sie hingehen und da hast du ja, glaube ich, dann angerufen und die hat gesagt, ja, ich muss das immer rausschicken, dass dann, keine Ahnung, wer das kontrolliert.
Und sie sagt einfach, wir waren da. Sie brauchen nicht kommen, ich schreibe einfach hin, wir haben uns wieder gehört oder zumindest brauchten wir denn nie kommen. Das war ganz gut, weil sie auch gesagt hat, das ist die Bürokratie, da kann man jetzt nichts machen. Wir ziehen das jetzt einfach so lange hin, bis die deutsche Rentenversicherung, wenn sie die 15 Jahre voll haben, dann münzen wir das irgendwie über um, glaube ich ja. So war es eigentlich. Es war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Genau, und dann warst du quasi direkt im Anschluss dann an, also es gab ja diesen Aufhebungsvertrag, das hast du ja vorhin gesagt, und dann mit dem Kündigungsende oder Arbeitsende warst du dann ein Jahr arbeitslos. Genau. Genau. Und mussten wir dann, musstest du nochmal zwischendurch hin oder nur am Nein. Ende? Am Ende dann nochmal, um zu sprechen, wie es weitergeht, ne? Aber nicht beim Arbeitsamt, da waren wir glaube ich nur einmal. Du hast okay. mit der dann wirklich nur telefoniert, ich war da einmal. Und dann haben wir schon bei der Deutschen Rentenversicherung, das war noch in der Zeit, wo wir noch Arbeitslosengeld bekommen haben, haben wir von der Deutschen Rentenversicherung schon den Antrag, den Termin da und das hat dann lange gedauert, ja. Aber das ging eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ja. Und die Deutsche Rentenversicherung, das willst du beim nächsten Mal thematisieren? Das können wir beim nächsten Mal dann thematisieren, genau. Wie ging es da eigentlich? Was sind die Tests? War da jemand mit oder was wollen die Leute von mir in dem Fall? Und wer sind die? Das sind ja auch Ärzte bei der Deutschen Rentenversicherung. Was macht man da? Was wird untersucht? Was sind die Fragen? Das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Wenn ihr übrigens noch nicht alles gesehen habt, das erste Video und die letzten Videos, wie viel sind es eigentlich? 12, glaube ich. Das müsste jetzt das 12. sein. Wir werden es unten einblenden, wenn es dann doch nicht die 12 ist. Da verlinke ich euch mal das Video, das erste Video und vielleicht das letzte Video auf der anderen Seite. Es wäre übrigens schön, wenn ihr mir einen Like gebt oder mich auch abonniert oder das Video auch mal teilt. Bis nächste Woche.